Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Wir machen heute einen weiteren Teil von Verbandskasten reingucken, und zwar diesmal den nächstgrößeren Verbandskasten mit einer etwas anderen DIN-Norm, und dazu hole ich mir die Unterstützung von unserem geliebten Michele. Das Michele? Das bin ich. Michele, wollen wir jetzt mal den reingucken? Das sind diese Koffer, die ihr vielleicht von der Arbeit kennt. Ne? Also ich kenne das sehr von mir von der Arbeit, sogar von derselben Firma. Hier steht es noch nicht drauf. Da sind die meisten mit Wandhalterung an der Wand gedübelt. Ne? So. Und ich würde jetzt mal diesen Koffer, den machen wir schon irgendwie anders auf. Drehen. Genau. So, drehen. Ich würde ihn mal mainlink, genau. Mainlink und dann. Das sieht natürlich schon ein bisschen anders aus, ne? Und wieder die Beschreibung. Also wie beim anderen auch? Ist immer eine Beschreibung dabei. Was ist das hier? Erste Hilfe? Das ist dann der Füllstand. Also da steht immer alles drin. Die Inventarliste, sowas. Die Inventarliste. Und wenn du was verbraucht hast, sollst du eben, kannst du es nachbestellen, weil da eben dann du weißt, was du dann eben rausgenommen hast. Genau, ich glaube, das ist dasselbe Heft wie beim anderen. Ganz normal. Sogar eine Anleitung wieder, wie was man mit Druckverband genau macht. Sogar kann man auch mal reingucken. Ist auch gar nicht so schlecht. Vielleicht mal als zwischendurch als kleine Auffrischung. Ja. Oder eben regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen. Ach, guck mal, ich stelle mir vor, auf der Arbeit. Panik, was mache ich jetzt? Verbandskasten. Wieso komme ich da jetzt nicht ran? Kann ich das einfach rausreißen oder wie ist das? Da gebe ich, genau, und da gebe ich auch wieder noch jedem mal einen Tipp. Es ist ja, die sind ja nicht verblombt. Einfach mal auf der Arbeit mal oder wo der Betriebskasten dran ist, einfach mal aufmachen. Erstmal sich wirklich mal anschauen, wie geht das auf, weil. Ne, hier sind Klappen, die muss ich ein bisschen gegendrücken und dann hochheben. Ich kann den auch, jetzt geht es immer wieder zu. Ne? Ich kann sie auch rausziehen, ich will es jetzt nicht machen. Aber mach mal. Ja, aber gib das. Mach kaputt. Nein, nicht kaputt, du kannst, nee, bei dem geht's nicht. Der ist noch so neu. Aber du kannst ihn zum Beispiel. Bestimmt, wenn du hier drückst oder sowas. Nee. Aber du kannst ihn eigentlich ganz rausmachen. Weil das ist immer doof, wenn du arbeitest. Oh Gott, ja, interessiert mich jetzt ja schon. Hier einfach reindrücken ein bisschen. Oh, geht aber stramm, ne? Ja, ist noch ziemlich neu. Ja, genau. So. Gut. Geht auch. Aber richtig, ja, man muss sich das vielleicht mal angucken. Ne? Genau. Also das ist eine erste Hürde, finde ich. Genau. Okay. Ist eigentlich. Aber wo sehe ich denn, ob der noch haltbar ist? Wir müssen ja auf der Arbeit das mal kontrollieren. Genau. Wieder. Auf jedem Produkt ist auch noch Haltbarkeitsdatum. Ah. Das ist auch vorgeschrieben, das ist im Medizinproduktgesetz. Auf jedem Produkt muss auch ein Haltbarkeitsdatum stehen. Ne? Und das ist dann. In dem Betrieb gibt es ja einen Sicherheitsbeauftragten. Und der oder ein Fasi oder Fachkraft für Sicherheit, und der ist dafür zuständig, dass das wirklich, also manche Firmen sind da so aufgebaut, dass die QM qualifiziert sind, sage ich mal, nach ISO 9000. Und da haben die richtige Linien, also eine Beschreibung, dass einmal im Jahr, wenn die kontrolliert, oder zweimal im Jahr, dass er wirklich immer im neuesten Stand ist. Ja, der ist ziemlich neu. Darum geht er. Ich nerv mich das jetzt schon. So. Gut, nur damit ihr besser sehen könnt. Wahrscheinlich würde es man in der Praxis drin lassen und einfach nur auskippen. Genau. Okay, was mir jetzt auf den ersten Blick auffällt. Es ist viel, viel mehr. Viel, viel mehr. Also hier ist die Zielgruppe nicht 1, 2, maximal 5 Insassen, sondern Bürotrakt. Genau. So, das heißt, man hat auch schon mal, das sind immer 2 Paar Handschuhe drin, ne? Genau. 2, 4 Paar Handschuhe. Dass du mit 2 Helfern oder mit 3 Helfern arbeiten kannst. Genau. Das sind jetzt hier, glaube ich, erstmal alle. Das sind sogenannte sterile Wundauflagen. Ne? Also sterile Kompressen. 1, 2, 3, 4, 5. Entschuldigung, ich sehe ein bisschen. Ja. Mache jetzt auch mal eine Ventur hier. Genau. Das sind Coolpacks. Die sind da drin, das ist ja cool. Ja, das ist einfach, Coolpack ist ja einfach, das ist eine chemische Zusammensetzung. Wenn ich jetzt draufhaue, einmal, dreimal schüttle, da gibt es eine chemische Reaktion und dann habe ich plötzlich also einen Kälteeffekt. Also das kühlt richtig, ne? Das ist Verdunstungskälte, was also eine chemische Zusammensetzung. Kann man den nur einmal benutzen? Nur einmal. Das ist also, wenn ich den einmal hier in der Mitte drauf drücke, das ist der Aktivator. Ja. Und dann schüttel ich zweimal und dann wird das schön kalt. Dann kann ich also bei einer Prellung oder bei eben Verletzungsmuster, eben, wo ich kühlen muss, dann einfach kühlen. Okay. Ja, dein Lieblingskollegas? Ja. 3 Tücher? Ja, genau. Zweimal Rettungsdecke. Zweimal Rettungsdecke. Okay. Ich befürchte, ich weiß, wofür das ist. Für was ist das? Das ist zum Amputieren, das zum Wegpacken, oder? Ja, also das ist also eigentlich ein Beute für, also wenn man irgendwas amputiert, also ein Finger. Ne, dann muss, ja, das hat in Verbindung mit der Kühltasche auch. Auch zum Beispiel, deswegen.
aber nie das Amputat direkt in die Kälte verbringen, immer einzeln. Ne? Das ist aber ein anderes Thema, was man, aber das dafür sind diese Beutel. Also wenn man jetzt aus Versehen den Finger abgeschnitten hat, nein. Dann packt man in eine Tüte und die Tüte in eine andere Tüte mit Kühlung. Genau. So, damit das nämlich nicht unnötig verunreinigt wird. Okay, aber interessant. Wusste ich auch nicht. Kannst aber auch benutzen, den Beutel, nicht nur zum, wenn ich eine Replantatbeutel, ich kann aber auch, es gibt ja auch das eine Krankheitssyndrom oder eine das nennt sich Hyperventilation, das heißt, wenn man zu schnell atmet, dann steht mein Körper, das Basenhaushalt geht durcheinander und da muss ich ja versuchen, Rückatmung zu machen. Das heißt, ich kann die Tüte dafür auch benutzen, ne? Vor das Gesicht halten, einatmen, ausatmen. Nicht vorher sagen, machen. Ja, aber dann werde ich aber schmorig im Gesicht. Also meinst sowas? Genau. Wie früher die anderen mit Klebstoff gemacht haben? Nein, du musst wirklich, ja, du musst genau, du musst ja, das ist der sogenannte Einatmen, wieder Ausatmen, Ausatmen. Das machen wir jetzt nicht so lange bei dir, weil nein, okay. Musst du durcheinander sagen. Ja, aber das muss man ja auch verstehen. Genau, aber das ist, wenn ich hyperventiliere, ne? Das ist auch ein Symptom, das ist dann merkt man, dass die Muskeln sich verkrampfen, also weil man das selber hatte, aber wenn man sieht man an den Patienten, dass die Muskeln sich verkrampfen und dann ist das Atmen immer noch schwieriger und deswegen ist diese Rückatmung ganz, ganz wichtig und dafür nimmt man so einen Beutel. Okay. Dann haben wir so das wahrscheinlich für Augen wir genau. Kompressen. Genau. Die sind schon fertig. Also steril. Achso. Die sind vorgestellt für Augenverletzungen. Ganz wichtig, wenn ich eine Augenverletzung habe, muss ich beide Augen dann verbinden. Sind das vier Stück, ne? Genau, weil ich muss immer zwei Augenpaare, also ich muss alle beide verbinden. Weil wenn ich das verletzte Auge zumache, das heile Auge fängt auch an zu blinzeln, das heißt, es überträgt sich mal synchron. Deswegen, wenn ich eine Augenverletzung habe, muss ich grundsätzlich alle beide Augen steril abdecken oder besser gesagt verbinden, dass sich dann eben das eine sich beruhigt. Genau. Ne? Ja. Jo. Das Klebeband oder wie nennt man das richtig? Ja, Fixierband. Fixierband, okay. Das hier ist ein Fluxkompensator. Nein, das ist eigentlich nur zur Wandmontage. Die Wandmontage, die ist auch immer dabei. Das genau. Ist die Halterung also für die Wand. Dann mit den entsprechenden Hügeln. Okay. Ist für die erste Hilfe nicht relevant. Okay, dann haben wir hier noch ordentlich. Bundschnellverband, verschiedene Bundschnellverband. Größen. Genau, Pflaster. Zu Deutsch Pflaster, genau. Also da haben wir einmal dieses Endlose, wenn man die zurechtschneiden kann. Dann haben wir auch eine schöne Schere, die ist auch ein bisschen besser. Hochwertiger. Ja, die ist viel besser noch als die andere. Und das sind dann ganz normale fertig vorgeschnittene Pflaster, ne, für Hühneraugen und so. Genau. Okay. Jetzt räume ich nochmal ordentlich aus hier. Ja, wie heißen die? Was habe ich schon gesagt? Mobilen. Nein. Wundkompressen. Nee. Das sind Wundschnellverband. Wundschnellverband, sag ich doch. Genau. Oder Verbandträgchen. Weil da ist alles mit drinnen. Was ich schon gesagt habe. Wo siehst du den Unterschied? Achso, weil die in der flacher ohne haben. Genau, in der Verpackung siehst du das. Das haben wir aber alle. Nee, ach nee, hier die hier nicht. Nicht. Ja. Hier nur rund. Ah, ja. Also beim Verbandspäckchen habe ich ja eben, im Verbandspäckchen habe ich ja schon die Mobilbinde mit eingearbeitet. Ja, ist ja gut. Also du siehst, das ist wesentlich mehr als bei den normalen Paaren. Also, sind noch mehr Dreieckstücher hier alle? Ja. Ach, du ahnst es nicht. Wo waren die denn jetzt? Das ist das Viereck, was ich erzählt habe. Das fließt. Ach so, das ist das Gleiche, aber. Da ist als Fließtuch eben. Ne? Da kannst du zum Beispiel das Amputat zum Beispiel einwickeln und in den Beutel packen. Ja. Ja, das ist das Ding leer, ne? Das ist fast über die Hälfte mehr. Ne? Also das ist eigentlich fast das Dreifache, was ein normaler Verbandkasten also hergibt. Also ein Kfz-Verbandkasten. Ich finde es aber auch wichtig, dass wenn man das auf der Arbeit irgendwie mal wirklich aufklappt, dass man nicht sagt, oder ich habe jetzt da und damit gerechnet. Das ist eigentlich wie ein Verbandskasten. Genau. Zumal. Und so kann ich das wirklich mal regelmäßig machen mit der Liste, die ich auch habe und gucke, ob das Ding vollständig ist. Weil jeder nimmt sich da was aus und vergisst dann Bescheid zu sagen und irgendwann ist das Ding halb leer und dann. Oder halb voll. Oder halb voll, wie man sehen möchte, und dann steht da. Und dann sollte man auch mal regelmäßigen Abständen einfach mal diese Liste in Hand nehmen, mal gucken, ob alles vollständig ist. Also schadet nicht. Hat den Vorteil auch, dass ich eben auch mal das Material kennenlernen. Ja. Willi packt das einfach schon mal wieder weg. Ganz optimistisch. Hast du noch gemerkt, wo alles hinkommt? Nö, aber ich mache es noch schöner. Wahrscheinlich wird die Firma Ultramedic jetzt erstmal zugucken, wie raffiniert der Willi das wegpackt. Ne? Und sie haben recht. Ich glaube, das passt nicht alles. Doch. Okay. So. Achso, da haben wir noch mehr. Ja, okay. Ja, ihr seht, wichtig ist für mich, dass ihr darauf vorbereitet seid, wenn ihr mal das Ding greifen müsst auf der Arbeit, dass ihr wisst jetzt, was euch da erwartet. Ne? Genau. Und zum Beispiel mit den Kühltaschen, da bin ich ja total. Echt? Kann ich nicht. Ist ja enorm echt da drin, deswegen. Also.
Das bedarf keiner weiteren Worte. So. Okay, Michele, schönen Dank. Ja, gerne. Und würde sagen, mal gucken, was uns noch einfällt. Ne? Wir beide gehen jetzt, glaube ich, nochmal raus auf den Platz und gucken mal ein bisschen eure Autos an. Ne? Ja, gerne. Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Ciao. Jetzt brauchen wir natürlich die Decke, weil sonst kriegen wir es nie wieder zusammengeklappt. Mann, sind wir gut, ey. Zumindest ich. Sag gar nichts. Ich habe nicht schön zugehört. Was? Was? Wer sind Sie denn? Nein. Kenne ich nicht. Mensch, mach das da drunter. Mensch, mach das vernünftig. Dann sagt doch keiner was. So, bitte. So, hab ich doch gesagt. Hey, das muss auch machen. Ich weiß nicht, wer das ist. Der läuft am Bahnhof hinterher. Ne? Was ist denn mit dem Euro? Oh Mann, sehr schön. Erste Hilfe. Turn around. Danke an den noblen Spender dieser Box. Sehr cool. Ich habe ja von dem noch. Also ich habe den größeren nochmal und den kleinen nochmal. Oh, ich habe noch einen größeren. Ich kann es nicht mal kommen, lass es gehen, ich habe die Schnauze voll. Cut aus. Muss ja. Es gibt ja.